4 Tage nach dem Sprung im Cup-Finale ist die Stimmung bei den Zürcher Spielern und Fans natürlich ausgezeichnet. Billett für den Cup-Finale, die gehen zu Zürich weg wie warme Weckli. Aber die Fans und Spieler müssen noch ein bisschen Geduld haben, denn es geht immerhin noch knapp einen Monat bis zum grossen Finale gegen Luzern im St. Jakob Park. Und heute haben natürlich Basler ihr eigenes Stadion überhaupt nicht dem FCZ überlassen. FCB, FCZ mit dem Sascha Rufer. 30.000 Zuschauer im proppevollen St. Jakob Park stellten Besitzverhältnisse klar. Der Fußballtempel war fest in Basler Hand. Nichts davon, wir freuen uns auf den Cup-Final oder dergleichen. Die Muttenzer Kurve als 12. Mann beim FCB, ein wunderbares Bild. Fast alle waren also bereit, nur der FC Basel irgendwie nicht. Ein Beispiel, der weite Befreiungsschlag von Tiny, dann Keita. Der Narta die halbe Verteidigung, die Situation scheint geklärt, nicht ganz, Diorio. Cemaili, nach 3 Minuten. Ein Cemaili-Hammer, nur um Leckerli-Breite am Torpfosten vorbei. Zwissig beim FC Basel zurück im Team. Smiljanic musste überraschend auf die Bank. Eine Maßnahme, die überhaupt nicht griff. Keita, vernaschter Müller. Keita, super Bühler. Magaria zum ersten. Magaria zum zweiten. Tor für den FC Zürich. 8 Minuten gespielt. Magaria schrumpfte den FCB ins Elend. Ein klasse Tor, das 10. des Romans in dieser Saison. Und keiner beim FCB wusste so recht, was da passiert. Christian Groß wirkt im Dauerregen ratlos. Was nur war mit dem FCB los? Die Startphase hundslausig. Und bis sich die Offensivabteilung zum Dienst meldete, dauert es auch ein Weilchen. Ein Weitschuss von Zanni gab es zu sehen. Mir lag beim FCB nicht gut. Zürich spielte äußerst geschickt. Lucien Favres Ensemble ließ Basel im Mittelfeld gewähren, um dann blitzschnell umzuschalten, wenn sich die Möglichkeit bot. So wie hier kommt der Fußball als Mittel. Gigax plötzlich auf und davon. Gigax. Gigax, 2-0. Da war die zweite Klatsche für den FCB. Der Meister im Elend und Christian Groß haderte mit dem Linienrichter zu Unrecht. Müller am oberen Bildrand hob das Offside auf und war dann schlicht zu langsam, um Turbo Gigax noch abzufangen, als würde ein Güterzug einen TGV noch einholen müssen oder wollen. 0-2 nach etwas mehr als einer halben Stunde. Was für eine Überraschung. Basel fand ganz einfach nicht ins Spiel. Rot-Blau zwar bemüht, aber harmlos. Rossi noch einmal kurz vor der Pause. Tiny lenkte zur Seite. Lange, lange Gesichter beim Basler Anhang zur Pause. Einzig Roger Federer, der lachte beim Smalltalk mit FCB-Chefin Gigi Öri. Vielleicht war das ja eine Art Vorahnung. Die Pausenpredigten von Christian Groß sind ja gefürchtet bei Spielern und Gegnern. Und in der Tat, Basel drückte. Zanni mit einem Kopf. Zürich verlor nach und nach die Kontrolle, sah sich dem Druck des FCB ausgeliefert. 55. Minute. Zanni, Delgado, Jimenez, der Anschlusstreffer. Wunderbar herausgespielt. Christian Groß muss seinen Kickern mit Waldläufen, Liegestützen und weiteren Missetaten gedroht haben. Anders ist der Auftritt des FCB nicht zu erklären. Knapp eine Minute nach diesem Tor. Kleber. Delgado ganz frei. Elfmeter. Tiny in der Rolle des Chucky Chan putzte Delgado von den Socken. Dafür gab es Gelb und natürlich auch Elfmeter. Jimenez gegen Tiny, daneben eine richtungsweisende Szene, wohl voll und ganz. Denn anstatt einzubrechen, baute der Fauxpas der Basler die FCB-Kicker noch einmal auf. Christian Groß tat das seine an der Linie, peitschte die Leckerli-Truppe nach vorne. Wieder nur 2 Minuten später, Chipperfield. Tiny greift ins Lehne, Jimenez, Tor für den FCB. Der Ausgleich. Der Fußballtempel am Rhein nicht mehr zu halten. Die Massen tobten und freuten sich wohl auch ein bisschen über den Fehler von Tiny, der hätte den Ball schlicht und einfach halten müssen. Schauen Sie selbst. Keine Zeit zum Verschnaufen. Basel weiter mit Vorwärtsdrang.
Jimenez. Basel dominierte, Zürich wurde förmlich an die Wand gespielt. Wieder, nur eine Minute später, Müller. Delgado, Jimenez, Smiljanic, Tor, 3:2, 74. Minute. Ich glaube, mich knutscht ein Elch, wird sich mancher gedacht haben. Smiljanic, nach 68 Minuten eingewechselt, schoss den FCB ins Glück. Und Christian Groß, Sie werden es gleich sehen, der coole, ruhige, besonnene, der wurde plötzlich an der Seitenlinie zum wilden Tänzer, als wenn es nicht schon genug geregnet hätte in Basel. Seine Mannschaft hat Charakter gezeigt. Vom 0:2 zum 3:2. Lucien Favre dagegen hatte schwer zu schlucken. So stark seine Mannschaft begonnen hatte, so stark baute sie im zweiten Durchgang ab. Was für ein Spiel im St. Jakob Park. Basel gewann gegen den FC Zürich. 3:2.